Christian! Ja! Was ist mit dem? Und du erzählst mir die 600, das ist scheiße. Junge, die brauchst du! 800! Das hat jetzt bei weg. Hör mal, hey, am 14. hau ich mal einen drauf. Nee, da ist die Mutter kein Problem. Woche länger frei. Die 800. Damir, herzlichen Glückwunsch! Danke. Wie war die Busfahrt? Boah, sehr schön, aber auch sehr anstrengend. Sehr schön, aber auch sehr anstrengend. Warum anstrengend? Ja, keine Ahnung. Rede Deutsch! Wir haben echt eine gute Partie abgeliefert. Definitiv, ja. Und ja,
Aber was soll ich sagen? Also, wir haben verdient gewonnen. Und deswegen auch die Busfahrt richtig, richtig geil. Und ja, mehr will ich auch dazu nicht sagen. Muss auch nicht. Ihr geht jetzt rüber und lasst es von den Fans feiern, genau, okay? So machen wir das. Alles Gute. Danke dir. Robert, herzlichen Glückwunsch. Damian hat es gerade schon gesagt, es gab eine kleine Brause im Bus, oder? Natürlich. Bisschen Feierstimmung? Na klar, also das war für uns das Allerschönste gewesen, heute den Pokal zu holen. Dadurch, dass wir die letzten Jahre vielleicht auf gut Deutsch Scheiße gefressen haben. Aber besonders freut es mich für den Verein und für den Fans, dass wir denen halt ein Stück weit in der schwierigen Zeit was zurückgeben konnten. Nach der roten Karte, wie sehr hast du daran geglaubt, dass ihr das schafft? Also ich muss sagen, ich hatte im Spiel immer ein gutes Gefühl. Also wir waren in meiner Meinung nach die klar besseren Mannschaft, hatten die klar besseren Chancen. Und selbst nach der roten Karte haben wir halt mit Pfeffi und mit Dennis Jepel 200-prozentige. Also ich glaube, wir haben immer dran geglaubt und im Endeffekt haben wir uns dafür auch belohnt. Richtig. Aber wo Belohnung jetzt mit der Mannschaft? Mit den Fans kurz feiern und dann Urlaub? Oder wie sieht's aus? Naja, wir werden heute noch den Abend sehr, sehr lang gestalten hoffentlich. Und morgen haben wir noch eine kleine Abschlussfeier mit der Mannschaft und dem Verein. Und ab Montag geht's dann in den Urlaub. Nach Leons Ausfall dann hast du, glaube ich, richtig die Rolle des Stabilisators übernommen. War extrem wichtig, oder? Ja, es war ein schweres Spiel auch danach der gelb-roten Karte. Aber ich denke, sehr gut ausgegangen für uns und ja, es war natürlich schwer auch von Anfang an. Chemnitz ist eine gute Mannschaft, auch Chemnitz Fluch und gebrochen und klar, wir sind alle gut gelaunt, jetzt geht es in den DFB-Pokal und mal schauen, wer uns erwartet. Ja, das wollte ich gerade fragen, gibt es einen Wunsch los? Naja, oder eins, was es gar nicht sein soll? Also ich komme ja aus Bayern, ich bin so, darf ich jetzt nicht laut sagen, ich bin ein kleiner Bayern-Fan. Hey! Ja, darf ich nicht sagen, aber natürlich, Bayern München wäre natürlich traumlos, würde ich sagen. Für die Geschäftsführer wahrscheinlich auch. das auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Ja. Habt ihr im Bus ein bisschen gefeiert? Ja, also hier Fans warten auf uns und ich denke, jetzt wird es ein bisschen weitergehen. Mal schauen, wo es heute noch endet. Mal schauen. Genau, es sind jede Menge Leute da, deswegen ab, lass dich feiern. Dankeschön. Gut so, Natta! Pipi! Dankeschön, Jungs. Haut
Sunday.